Hallo zusammen, wir haben Halbzeit auf unserer großen Tour durch Deutschland. Das Thema in Hof: neue Technologien und Cyberwarfare. Klingt jetzt sehr abstrakt, bedeutet aber ganz einfach, dass in einer vernetzten Welt, in der jede und jeder die Möglichkeit hat, schnell an Informationen zu gelangen, die Gefahr von Falschmeldungen und Desinformationen natürlich steigt. Darüber hinaus werden Einrichtungen der Bundesregierung regelmäßig zur Zielscheibe von Cyberattacken. Auf geht's in die Workshops in Hof. Mit welchen Erwartungen bist du heute hierher gekommen? Ja, dass man einen guten Austausch miteinander findet, dass man Ideen generiert. Also viele Köpfe geben ja öfters mal ein bisschen mehr Output als vielleicht nur eine oder zwei Personen. Und auch ein bisschen Information eben seitens der Regierung. Und was ist denn Ihre Meinung? Also wo sehen Sie die größte sicherheitspolitische Bedrohung für Deutschland? Momentan ist es für mich tatsächlich diese Blackout-Geschichte. Also so diese Vorstellung, dass irgendwo irgendjemand auf einen Knopf drückt, ich weiß nicht, wer es ist, und bei uns Strom, Gas und alles auseinanderfällt und wir quasi darauf reagieren müssen. Also was passiert jetzt? Die Wirtschaft funktioniert nicht mehr, mein Kühlschrank geht nicht mehr, das Telefon geht nicht mehr. Chaos bricht aus. Cyberwarfare, war das Ihnen vorher ein Begriff und wie groß nehmen Sie da die Bedrohung wahr? War mir ein großer Begriff und ein ganz wichtiger Begriff und ist für mich eine ganz, ganz große Bedrohung, weil es eben nicht fassbar ist. Also ich kann Panzer sehen, ich kann Kanonen sehen, ich kann Raketen sehen, aber ich kann nicht sehen, was jemand an seinem Computer macht und was das für Auswirkungen auf mich hat. Sie sind Lehrerin, also mit jungen Menschen zusammen. Was muss Ihrer Meinung nach in der nationalen Sicherheitsstrategie stehen zum Thema neue Technologien? Für mich ganz wichtig, digitale Bildung, und damit geht einher digitale Teilhabe auch, überhaupt allen Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, ein digitales Endgerät zu benutzen und dann dieses Endgerät nicht nur technisch benutzen zu können, sondern auch ethisch. Sicherheit geht uns alle an. Würden Sie sagen, das ist so der übergreifende Leitsatz bei der Erstellung der nationalen Sicherheitsstrategie? Und was bedeutet Sicherheit für Sie ganz persönlich? Sicherheit geht uns alle an, aber um bestmögliche Sicherheit zu garantieren, brauchen wir auch alle mit dabei, weil hier wird so deutlich, es geht nicht nur um die Sicherheit, dass es keinen Angriff militärischer Art und Weise geht, sondern auch unsere Demokratie ist herausgefordert. Unsere Freiheit wird im Internet zum Teil angegriffen mit Fake News. Dafür brauche ich kein Militär, dafür brauche ich auch nicht Diplomatie des Auswärtigen Amtes, sondern dafür brauche ich aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger, die im Zweifel im Netz Fake News zurückhalten. Dafür brauche ich Cybersicherheitsmaßnahmen, wenn Hass und Hetze verbreitet wird. Je stärker wir als Gesellschaft zusammenstehen, desto sicherer gestalten wir auch unser Land. Auch in Hof habe ich wieder den Bürgerinnen und Bürgern fleißig in ihren Workshops zugehört. Dabei ist mir vor allem eine Geschichte hängen geblieben. Und zwar hat ein Bürger erzählt, dass sein Unternehmen letztes Jahr gehackt worden ist. Er hat sich hilflos gefühlt und wünscht sich von der Politik mehr Unterstützung und Aufklärung. Wir sehen also, das Thema Cyberwarfare ist angekommen im Alltag der Bürgerinnen und Bürger. Als nächstes geht's nach München mit dem Thema feministische Außenpolitik. Ich freue mich drauf.